Oh, ich hab grad gegähnt. So, liebe Leute, da sind wir mal wieder einer weiteren illustren Runde. Der Schwarzkin, Dreiskin. Wie oh. Lunetschke und dem lieben Bruder, Hallöchen. Ich schaffe wieder ein bisschen für dich. Ja, Leute, wir haben eine Maschine aktiviert. Wir haben keine Ahnung, für was sie gut ist, aber es hat Danik verärgert. Und ich denke mal, das ist doch schon mal ein Grund. Super Bot wartet an der Bank, auf jeden Fall. Ja. Das ist schon mal schön. Das haben wir schon mal gut gemacht, weil es ihn ärgert, ne? Wir gehen jetzt mit großen Schritten aufs große Finale zu. Ich bin schon richtig aufgeregt. Wir wissen, wie es weitergeht. Sieht alles so schön aus und so abwechslungsreich endlich mal. Ja, das ist echt super, also. Die ganze Zeit über haben sie, wie wir schon in den letzten Parts gesagt hatten, immer dasselbe recycelt, dasselbe Setting, alle Räume sahen gleich aus und jetzt haben sie kompletten Wechsel gemacht. Mir gefällt's wirklich gut. Ich stehe auf so einen Science-Fiction-Alien-Kram. Ich bin in eine Riesenbrezel verwandelt und jetzt? Wenn Serrano recht hat, sollte ich zum ersten Aktivierungspunkt zurückkehren können, um die letzte Einstellung vorzunehmen. Okay. Was passiert dann? Ich arbeite auf Raumschiffen, nicht an Alien-Maschinen. Nicht an Alien-Maschinen, stimmt. Ich sag ja, ich glaube, wir machen hier alles falsch, Luna, im Endeffekt. Wir beschleunigen das, die ganze das Sache. Wär's, pass auf, das wär's ja, das. Dann gibt's ja. Noch einen vierten Teil wahrscheinlich, aber ich brauche keinen vierten, um ehrlich zu sein. Nee, der vierte wurde leider schon abgesagt. Wird's nicht geben. Echt? Ja. Wie meinst du? Ja, ja. Es wird keinen vierten geben, hat die EA offiziell gesagt. Ja, finde ich auch nicht schlimm, wenn's hier ein würdiges Ende hat, dann. Weiß man ja nicht, ne? Jo. Ich glaube, hier kommt nichts an Viechern, oder? Nee, okay. Sieht aber schon geil aus, diese ganzen. Da. Da ist eins. Aber egal, vorbei. Aua! Einfach vorbeifliegen an den Kaffeechern. Machen eh nichts. Hier getroffen, die Sau. Ja, mich ebenfalls. Warum auch immer. So, ach, hier sieht's aber auch wieder schön aus. Aber von hier kamen wir doch, ne? Ja. Die Bässe sind so übel. Das brummt schon. Ich habe ja wieder alles ein bisschen runtergestellt. Kann trotzdem sein, dass man das alles ein bisschen verfremdet hört. Egal. Wir wurschteln wieder durch so ein komisches Tor, was ich ja immer noch haben will von euch. Ja, sieht super aus. Schick's, Luna, das Postfach. Ja, ihr habt immer noch keins geschickt. Das geht an uns beide, also ihr müsst mir einmal Postfach 2 schicken. Oh, das ist wieder Alien-Artefakt. Das haben wir letztes Mal. Gut, dass wir jetzt hierher gekommen sind. Jo. Aufzeichnung von Dr. Al Serrano. Die Zeichen sind überall um mich herum. Ich weiß nicht, warum ich sie vorher nicht gesehen habe. Wo man hinsieht, sind Marker und die roten Marker ähneln den Kopien, die wir selbst zu Hause erschaffen haben. Das Markersignal reanimiert nicht nur die Toten, sondern bringt uns auch dazu, die Marker zu verbreiten. Und jetzt haben wir auch... Was? Und jetzt haben auch wir diese galaktischen Virus unwissentlich von Planet zu Planet weitergetragen. Die Entwicklung unserer Spezies diente dazu, eine Nahrungsquelle zu schaffen und die Mittel bereitzustellen, dass diese mondgroßen Wesen sie finden. Kein Wunder, dass die Bewohner von Tau Volantis dem Opfertod wählten. Sie eliminierten sich selbst wie einen brandigen Körperteil. Also nennt man das so, Wundbrand wahrscheinlich. Mhm. Und hofften so, die Infektionen in ihrer Verbreitung bis zu uns aufzuhalten. Sehr nette Viecher. Kennst du die Story von Halo? So ein bisschen? Also jetzt speziell. Ich hab nur den ersten gespielt. Dann kennst du das ja. Also speziell die Flood meine ich jetzt, diese komische Pest da, die ja, so die ganzen Menschen da voll eklig anmacht. Voll anmacht. Ja, die konsumiert ja auch Leben und verwandelt es dann in so eine Biomasse. Genau. Mehr oder weniger. Also Halo-Fans nehmen es mir nicht übel, aber das ist das, was ich noch weiß. Der Rest bei der Allianz, den will ich jetzt gar nicht irgendwie ansprechen. Weil die Halo-Fans sind ja extrem da. Also die, da sagst du ein falsches Wort, dann bist du Ketzer. Aber ich kann es auch verstehen, die Story ist schon super, aber. Für einen Shooter auf jeden Fall, also für einen der heutigen Zeit definitiv besser als die meisten haben tun können. Das war ja damals groß mit Half-Life, glaube ich, in Konkurrenz, ne? Muss ich aber sagen, finde ich Halo besser. Ehrlich gesagt, ich fand Half-Life nicht wirklich gut. Sie haben eine Zukunft, wir alle. Doch, das ist Lassen Sie mich in Ruhe, Danik. Sie können sie wiedersehen, Isaac. Jeden, den sie jemals verloren haben. Es ist eine Zukunft, ohne etwas bedauern zu müssen. Ich bedauere nichts, Danik. So oder so wird das hier bald vorbei sein. Isaac! Er wird da wütend, aber das ist auch Quatsch, ganz ehrlich. Also, was habe ich davon, wenn meine Toten aussehen wie hingekackt? Vor allem kennen die dann auch deine ganzen schmutzigen Gedanken, ich meine. Naja, so du hast ja keine schmutzigen Gedanken mehr. Ja, dann da gibt's Gemeinschaftsfilme. Ich geh nochmal in die Werkbank und guck mal, unsere kleine süße. Oh, da kommt der zweite Superbot bei mir. Yo. Ja, nee, mal ehrlich, man ist doch froh, dass man Individuum ist und was für sich. Oh, drei Superbots richtig. Sogar. Richtig. Ne, man will ja auch private Gedanken haben und nicht irgendwie so, ich bin das Kollektiv und. Ist mir doch egal, ich denk, was die anderen denken. Hahaha, ha, ha, alles schön. Ja, da hat man nichts gewonnen, das ist einfach nur Code. Ja, richtig. Ich hab keine Munition mehr, ich werd mir gleich mal welche herstellen bei der nächsten Bank. Oh, ich auch mal ein bisschen. Superbot war der eine Bank, ja, ich hab jetzt alle drei abgesammelt. Ja, ich auch. Wie viel Munition habe ich denn jetzt hier noch? 720, ein, ne? Nee, ich werde mir nachher noch was herstellen müssen. Hä? Der zeigt mir auf die Bank? Jetzt bei mir nach hinten zurück, das ist ganz eigenartig. Der zeigt da nach vorne, wo wir herkommen. Ach, okay. Zeigt aber die ganze Zeit schon bei mir hin. Ach so.
Ich dachte, ich gehe jetzt halt verbuggelt. Wahrscheinlich hier wieder zurück, ne, weil wir jetzt alles... Ja, okay. Müssen wir wieder fliegen wahrscheinlich. Oh ja, jetzt müssen wir nochmal zurück auf den Planeten und ja, also wir sind ja auf dem Planeten, sondern wir gehen jetzt wieder zurück, wo wir hergekommen sind. Drücken wir was in die Maschine rein und dann ist gut. Ja. Da liegt Munition. Hm. Hier kommen schon wieder Viecher. Ja, das hört sich schon so an, ne? So hatte ich wieder was? Ja, irgendwas kam noch, oder? Ja, oh! Da ist so ein kleiner hier. Hä? Da kommt der, wir passen hier mal her! Pass auf! Nein! Oh! Das ist sicher, ey. Boah, ist da noch eins oder was? Ich glaub, ja, ein Schwein fällt auseinander. Alter, du Schiede! Noch mehr! Boah, ist ja ein Kuh oder was? Seid nicht so endlich, genau. Hier drauf haben wir auch eine endliche Straße, kann das sein? Ja. Die Stadt macht man eine endliche Straße. Ich glaube ja. Nee, ist voll nicht. Kann ich leer. Ah, nee, ich bin auch gleich. Moment, weg da von Bammel. Super scharf. Ach, Dreck, ist das laut, ey. Da kommen noch mehr, müssen wir den Feld einfach fliehen? Ich weiß es gar nicht. Ein Baby. Baby, da! Der hörst du noch? Ja. Der ist nicht sicher. Jetzt lass uns auf den Medikex fallen, aber keine Muni mehr für mich. Echt? Willst du noch? Komm mal her. Guck mal, ob ich so viel. Ja, ich hab nicht mehr. Doch, ich hab wieder wissen was. Ja, ich hab. Dankeschön. Ich hab so viel. Ich brauch nicht viel mit der Sperrkanone, das ist optimal. Ja, meine Waffe ist jetzt nicht mehr so praktisch, muss ich sagen. War vielleicht mal besser am Anfang. Mittlerweile. Ja, diese Sperrkanone, wenn du triffst und dann schießt. Dann ist das echt super. Muss ich vielleicht mal auch mal, aber... Also ja, triffst und dann schießt. Also triffst und dann Elektro zündest, wollte ich sagen. Zum Ende bringt es auch nicht mehr. Das ist ein Hammer. Also zwei, drei Speere und diese Typen sind futsch, ne? Diese fetten. So, mein Partner wartet wieder auf mich. Ah, oh, das Zähnchen halten. Ja, komm! Juhu! Ja, und schreien. Und Hände hochhalten, wenn es um ein Looping geht. Ich kann nicht so laut sein, das ist unter der Woche, weißt du? Deswegen darf ich nicht so schreien. Ich weine ja Gott sei Dank nicht laut. Das ist doch in meiner Toleranzgrenze. Jetzt kommt deine Nachbarin wieder. Können Sie mal leise sein? Mickey Mouse! War super. Jetzt schon sind wir wieder da. Ich dachte, wir bei irgendwelchen Kleinigkeiten mitfangen. Wir schreien dann immer wieder. Oh ne, die Penner wieder. Den, du Sack. Das wär's bei den Typen, guck mal, da kommt das LMP jetzt zu uns. Ah, passt schon. Also wieder antreten. Oh nein! Oh was? Speed antreten. Oh. Volles Gesicht, ins Gesicht. André, stirb! Sammel. Alles meins. Der Shift-Taste lässt langsam nach, glaube ich. Nach den ganzen Jahren. Ja, ich bin ja nicht mehr. Ach, jetzt. Ich glaube, jetzt müssen wir die zweite Dings einstellen für dieses Maschinenteil, weißt? Aha. Nee. Eben konnten wir es ja öffnen quasi. Jetzt haben wir das Ding aktiviert und jetzt können wir es vielleicht wieder schließen. Ah, jetzt genau. Aha. Ja. Das ergibt Sens. Dann war es vielleicht doch gar nicht falsch, was wir gemacht haben. Genau, vielleicht konnten wir es einfach nicht, weil... Also mit Ellie nervt mich immer noch. Ja. Oh. Ich wollte sie doch retten. Ich glaube, da wäre nichts passiert, das wäre sonst irgendwie... Oh, der nächste Bot ist wieder unten. Ach, eigentlich ist er kackegal. So, müsste es richtig sein. Ich glaube ja. Ja, da geht das Ding wieder auf. Mach mal, sieht hübsch aus. Einmal so und einmal... Oi!
Oh Mann. Es lebt. Ich glaube auch. Oi. Oh. Und jetzt? Du bist so grün. Hä? Das ist Danik, die Sau. Ja. Ich weiß, dass sie glauben, das Richtige zu tun. Aber sie irren sich, Isaac. Sie müssen mich die Maschine abschalten lassen. Nein. Meine Verstärkung ist da. Mit einer großen Überraschung. Deine Mutti, oder was? Deine Mutti ist groß. Große Überraschung, der Trallerbiststück. Oh, Andres. Oh. Nein. Noch mehr. Hab ich die rumzittern? Nicht normal, die Penner. Oh, oh, oh. Der Schrotflitz ist glücklich, aber immer, dann fallen sie aber um. Das ist, weil sie nicht da sind. Ist gut. Ich glaube, wir haben alle. Aha, da muss aber irgendwann noch ein Bot sein. Müssen wir fliegen. Warte mal, ich will noch ganz kurz gucken. Hier müsste der Bot. Da ist noch was. Bot, gib mir Bot, gib mir Bot. Bing, bing, bing. Och, Mann, oh, der muss doch hier sein. Na klar, der wird doch hier irgendwo um die Ecke sein. Durch die Tür durch. Nee. Okay, dann kein Bot. Dann lassen wir es. Haben wir wahrscheinlich verpasst oder so. Dann schmieren wir einfach ein bisschen was drauf und dann geht das schon. Dann essen wir den halt so. Ah, oh, lecker. Mhm. Ja. Einmal so. Durchgekaut. Manni! Fisch, Manni! Ich kenn Weißen, Wilko! Ich hab gerade noch einen Typ zu treten, der da lag. So ein André. Achso, du bist einfach so voll in die Luft. So. Rano! Ja. Jetzt wieder. Oh. Einmal die Hände nach oben. Wow. Isaac! Was? 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 Ich bin durch die Zuleitungsrohre geflüchtet, aber sie haben mich erwischt. Isaac, sie wollen dich abfangen bei... Finger weg von mir! Schnauze, Ketzerin! Ich habe den Codex, Danik. Wenn sie ihn haben wollen, müssen sie mich finden. Nein. Wir sind unterwegs zur Maschine. Und wenn sie da sind, werde ich schon auf sie warten. Ach, die Schnauze. Ich bin ja mal okay. Gespannt, ob wir wirklich was weißt du was? Irgendwie habe ich es erwartet, oder? Dass sowas passiert. Oh, Fickelifuck. Schädelplatzer. Das hatte ich bei Tales of Splinter 3 im Multiplayer immer so cool, weißt du? Ne? Konntest du da Schädelplatzen lassen, oder was? Ja, da konntest du, auch wenn du Kopfschuss gemacht hast, ist der Kopf halt so ganz billig auseinandergefallen, weißt du? Platsch! Nicht in so einer großen, übertriebenen Blutfontäne. Da gab's immer so lustige Kommentare von der Kommentarfrau, die war auf Deutsch sehr lustig, muss ich sagen. Kennst du doch sicherlich sowas wie Killing Spree und sowas. Achso, von Unreal Tournament meinst du? Sowas in der Art, und das gab's bei Tales 3 auch. War auf Deutsch sehr witzig, da gab's dann halt auch immer so Durchsagen bei der Polizei, bei der Bahnstation. Ah, sieht los, los, los! Ah. Eben nicht in Ordnung. Bist du nur dämlichen Durchsagen wie von wegen Vorsicht bei der Einfahrt, könnten herumfliegende Körperteile sich treffen, so eine Sachen, weißt du, so bescheuerte Sachen. Und dann, wenn man Kopfschuss gemacht hat, hieß es nicht Headshot, sondern Schädelplatzer. Das ist einfach total cool. Schädelplatzer. Oh, oh, was ist hier los? Okay, und jetzt? Drei Behältnisse, drei Statuen, drei Markierungen. Wie sieht der letzte Schritt aus? Du siehst ja die Farben. Hä? Da oben sieht's ja, kleiner Schniepel nach unten, dann zwei Schniepel in der Mitte und die zwei Schniepel nach oben sind rechts. Ah, okay. Wo findet man die anderen? Hä? Achso. Achso. Das ist so eine komische bewegliche Barrikade. Hm? Da geh ich nicht lang. Achso. Oh, warte, ich helf's noch kurz. Granate! Wie viele, ey, wie viele? Die hören nicht auf, ey. Boah, hinter mir, Granatenfutzi, Idiot. Selbst mal der Arsch. So, meine ist alle tot. Ich hab bei dir nur noch. Huah! Ich hab fast ins Gesicht geschossen mit dem Speer. So. Ich komm gleich rüber. Ah, passt schon. Ey, die Musik ist aus dem ersten Teil. Ich schiebe da unten. Ich schieß mal rüber. Kling, klong. Die Hexe ist tot. Kling, klong, die Hexe ist tot. Hier ist kein Boot. So, ich hab. Ah, raus, du Kack. Der kleine Stiefel da unten kommt ganz links hin.
Fummeln, das kommt schon. Da kannst du einsetzen. Wo ist er denn? Ach da. Super. Das hätten wir dann. Sehen Sie noch, Carver. Noch eine Tür. Wir müssen in der Nähe des Kontrollzentrums für den Codex sein. Wir haben alles gemacht, was Serrano gesagt hat. Gehen wir rein. Mir sind noch ein paar Items auf der Seite, wenn du magst, aber... So, ja, klar, gern. Tu mir mal was ab. Oh, braucht man eigentlich nicht, finde ich. Also, ich habe so viel Zeug noch. Was, weißt du? Ansonsten... Die Hexe ist tot, die Hexe ist tot, sie ist kein Problem. Nö, mehr habe ich eigentlich. Gut. Ab durch die Tor, würde ich sagen. Weg, mach die Rolle. Die Speckrolle. So, okay, das sieht jetzt spannend aus. Hier wird der große Showdown stattfinden. Meinst du? Klar, komm mal, Nachricht. Da ist er, Serrano. Tja... Ich habe mir das Knie aufgeschlagen. Die Schätze der Codex ist jetzt in Mahachand. Und dieser Ort wird vergraben werden, wie alle anderen auch. Ich weiß noch, dass ich meinem College-Professor erzählte, dass ich Xeno-Archäologie studieren wollte. Er lachte mich direkt aus. Da gibt's nichts zu studieren, sagte er. Das ist alles toter Raum. Im Universum gibt's keine Aliens. Irgendwie hat er recht. Jenseits unserer Systems gibt es kein Licht. Nur eine Spur der Vernichtung, herbeigeführt von Dämonen. Und jetzt klopfen sie an unsere Tür. Ja, über uns befindet sich das Mittel, die Maschine abzuschalten, aber auch das Mittel, sie zu vervollständigen. Ja, Flügel. Schaltet man sie ab, ist das das Ende unserer Spezies. Vervollständigt man sie, sind wir gerettet. Ich hatte gehofft, dass ich die Rettung miterleben würde. Was für ein Spektakel wäre es gewesen, mit anzusehen, wie der Mond in den Planeten gesogen und dann zermalmt wird. Ein letzter Akt der Einheimischen, ein Opfer, um uns alle zu retten. Aber ich muss mich jetzt ausruhen. Tim wird bald mit dem Codex hier sein. Ja, Tim. Das war der, der am Anfang erschossen wurde, kann das sein? Ich weiß es gar nicht. Das ist am Anfang des Spiels, das Intro quasi. Meinst du der Soldat, der... Ja, genau. Das Tim war? Ich weiß es nicht. Okay, jetzt wird wieder geballert. Oh, super. Das ver... Ich weiß nicht... Oh, jetzt geht's nach oben? Jetzt geht's da oben. Das machen sie aber auch ein bisschen zu exzessiv, wenn ich jetzt... Oh, was ist das denn? Da muss man ja ausweichen. Müssen wir schnell durch. Oh, da müssen wir wieder starten. Achtung, in der Mitte kommt wieder. Okay. Das sieht man immer am Licht hier, glaube ich. Oh, fuck. Genau. Oh Gott, ich hab's grad noch so. Ah, ich weiß nicht. Nein, nein, ich. Oh, Kacke. Oh, ich komm nicht mehr durch. Hoch, hoch, hoch. Hoch, Carver, hoch. Du Penner halt, was ist denn los mit dir? So, starten wir das Ding mal. Jetzt geht's weiter. Ja, super, das war perfekt. Achtung, bitte. Nein! Ja, das schon. Wo bist denn du? Bist du hinter mir? Ich bin relativ weit hinten hier. Achtung, weg da. Ja. So, nochmal Stase jetzt durch. Da. Ach, Dreck. Schnell durch, schnell durch, schnell durch. Ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ah! So, jetzt haben wir es gleich geschafft. Wir müssen ausweichen, nach links. Nein. Du kommst da nicht durch, wa? Scheiße. Ah, ist egal, ist ein bisschen schade. Kann ich. Ach, Dreck. Das kann ich ab, du. Ich bin schon. Komm schon rüber, rüber. Hoch, Carver, hoch, Carver, hoch, Carver, hoch, Carver. Los, Carver. Ach, Carver. Geil, Carver. Ich liebe dich, Carver. Ja. Was ist denn für Geräusche, was ich gebe? So, ich bin oben. Oh, was denn jetzt? Ah, du bist komisch da. Hä? Ja, ich war relativ schnell hinter dir dann. Ach so. Oh Gott. Guck mal nach oben, ey. Das sieht komisch aus. Als wenn wir unter der Erde wären, weil das ist der Planet, irgendwie, der dazu gehört. Und das links ist irgendwie alles schön hier. Boah, das sieht so cool aus. Auf jeden Fall sieht es sehr nach Showdown aus hier, nach Ende aller Tage. Ja. Da an diese Maschine, los, ran da mit dir. Du bist der. Weißt du, was jetzt auch aber Ende ist? Der Part ist zu Ende. Ja, Leute. Dann wird es nochmal spannend. Ich würde sagen, kleinen Cliffhanger bis zum nächsten Mal. Oh ja, wenn wir die Maschine. Whee! Guck mal, ich schaffe nochmal für dich. Shuffle, shuffle, shuffle. Gut. Und bis morgen, liebe Leute. Wir sehen uns. Lasst uns doch was da. Genau. Bisschen natürlich. Nette Kommentare, ein Bewertung. Nuta, Liebesbrief, alles Mögliche. Oh. Ja. Ich sag jetzt nichts. Gut, wir sehen uns nächstes Mal wieder, Leute, wenn es da wieder heißt. Zu drei! Tschüss!